Und hier bin ich wieder, euer Lance, mit Informationen rund um GTA und das neue Smugglers Run. Wie wir inzwischen erfahren haben, ist dies das letzte DLC, was alle Updates der nächsten Zeit, also Halloween und Weihnachten, schon beinhaltet. In diesem Video geht es um die verschiedenen Hangars, die uns angeboten sind. Es stehen uns nur zwei Flughäfen zur Verfügung. Das ist der Los Santos Airport und Fort San Cudo. Auf diesen stehen uns insgesamt 5 Hangars zur Verfügung, die ganz unterschiedlichen Preise haben. Etwas billiger sind die beiden Hangars auf dem Los Santos Airport, ein großer, ein kleiner. Etwas teurer die im Fort San Cudo, wo uns insgesamt 3 zur Verfügung stehen. Es ist vollkommen egal, welchen der Hangars ihr wählt. Ihr habt dieselben Aufrüstmöglichkeiten und dieselben Preise dafür. Bisher konnte ich auch keinen Unterschied im Einstieg oder in der Ausstattung des Hangars zwischen komplett teuer und billig feststellen. Verzichtet auch am Anfang auf die ganzen unterschiedlichen Designs, die keinen Einfluss auf die Funktion des Hangars haben. Einzig der Wohnbereich und die Werkstatt, auf die würde ich nicht verzichten, um dann jeweils dort spawnen zu können bzw. gleich die Flugzeuge tunen zu können. Ich habe auch keine Ahnung bisher, wo man außer in dieser Werkstatt die Flugzeuge sonst tunen könnte. Als erstes schauen wir uns mal den teuersten, nämlich den Hangar im Fort San Cudo an. Ich probiere jetzt mal Folgendes aus. Ich lege meine Yacht gleich auch nach North Kumash, also neben Fort San Cudo, um meine Basen zusammenzulegen. Es ist schon sehr cool, dass man beim Betreten oder Einfliegen in den Luftbereich von Fort San Cudo die Meldung bekommt, dass man eine ausnahmsweise beschränkte Zugangsberechtigung erhalten hat. Jeder muss für sich selber entscheiden, ob diese Ausnahmegenehmigung es wert ist, gleich 1-2 Millionen draufzulegen. Wie ihr sehen könnt, es steht kein entscheidender Unterschied zwischen den verschiedenen Hangars. Vom Innenraum sind sie und den Stellplätzen sind sie gleich groß und auch die Funktionalität ändert sich nicht. Ich empfehle euch, wenn ihr nicht so viele Millionen übrig habt, wählt den billigsten Hangar am Flughafen Los Santos und stattet ihn mit Werkstatt und Wohnbereich aus, weil diese Funktionen sind eigentlich sehr nützlich. Verzichtet ja nicht auf die Werkstatt, beziehungsweise ihr könnt sie ja noch immer nachrüsten. Du weißt, wie es läuft. Wenn dir das Video gefällt, liken und adden. Danke.